Das ist das Street Art Festival, welches jetzt am Donnerstag bis zum Samstag läuft. Da wollen wir viele Menschen halt einfach mal nach Neuschmellwitz lotsen und einerseits zeigen, dass Schmellwitz doch sehr bunt ist und andererseits auch den Menschen vor Ort zeigen, dass das Kunst auch ganz vielfältig sein kann. Es gibt ein durchaus kreatives Event in Schmellwitz. Ganz kurz aufgeklärt, was hat es damit auf sich und wann ist das vor allem? Genau, es ist das Street Art Festival, welches jetzt am Donnerstag bis zum Samstag läuft. Wobei der Donnerstag und der Freitag ist eher den KünstlerInnen gewidmet, die sozusagen den Ernst-Mucke-Platz in Neuschmellwitz gestalten. So tagsüber, da kann man den KünstlerInnen mal über die Schulter schauen und sehen, was da so entsteht. Und der Samstag ist dann eher interessant für die Familien und für die Menschen, weil da von 14 bis 19 Uhr gibt es halt ein großes Rahmenprogramm, wo viel verschiedene Stände halt da sein werden und man viel mitmachen kann, also viele Mitmachaktionen und selber ausprobieren sich kann. Also vom Graffiti-Workshop über Improvisationstheater hin zu selber mal häkeln, ne? So einen Baum umhäkeln oder sowas, das ist ganz spannend. Genau. Und da wollen wir viele Menschen halt einfach mal nach Neuschmellwitz lotsen und einerseits zeigen, dass Schmellwitz doch sehr bunt ist und andererseits auch den Menschen vor Ort zeigen, dass das Kunst auch ganz vielfältig sein kann. Ne? Nicht bloß halt Künstler in der Galerie, sondern eben auf der Straße. Ne? Genau. Das wäre so meine Frage gewesen, wie kam es eigentlich zu dieser Idee, das dort sozusagen in dieser Form zu leben? Also war es dann tatsächlich der Gedanke, ja, wir müssen Schmellwitz sozusagen mehr beleben oder wie kam es? Genau, es sind so zwei Aspekte. Einerseits ist Schmellwitz, Neuschmellwitz, so ein bisschen schlechtes Image, ne? So ein bisschen graue Maus. Dem wollen wir entgegenwirken, ne? Ein bisschen bunter das Ganze gestalten. Und den Menschen, die sonst nicht so die Möglichkeit haben, irgendwie ins Museum zu gehen oder sich Kunst halt anzuschauen, denen das halt so vor die Füße zu legen, ne? Und zu sagen, hier, es ist jetzt vor deiner Tür, komm einfach mal raus und guck's dir an. Wunderbar, reicht mir schon.